Archer dreams of visiting Africa at least once in their lifetime. Tikamun Plains offer a high diversity of environments and animals. Across its vast savanna, lush grasslands and forests, challenging highland ranges and deserts. Hunters old and new will find unique ecosystems barely touched by civilization. Damit kommen hier auf der Panorama Home Range. War jetzt nochmal in Afrika. Endlich angelangt. So. Was sehen. Aber. Muss es. Is it yet another day when I'm gonna be at their beck and call? Hey, where are you and your group? The wildebeest hunt was supposed to start half an hour ago. You don't have to remind me. One of them messaged me at 4 a.m. and asked to pick them up. You know I'm a hunting guide, not a nanny. I know you think of yourself as their hunting guide. But you are hired to make them feel like they are at the most luxurious stay and safari hunting experience they paid for. You can call it Safari Guide. But hell, if they need a nanny, you will be their nanny. Sydney, you know I don't complain much, but this group is a pain in the ass, I know. That's too harsh, but they are a bizarre bunch. Very polite of you. I remember them as asshole number one. Number two, number three, and four. Okay, maybe I remember the woman who stopped the shooter at the bank and won the Olympics a year later. What? You didn't know? She's basically a hero in the States. There was this bank robber who opened fire. She recognized the type of firearm he had, walked up to him as he was reloading, and pacified the fellow like a Terminator. I had no idea. Yeah, there was even a comic book called Trigger Vixen released about her. In the most epic moment of the story, she takes the gun from the shooter, makes him go down, and says, "Looks like you dropped something. Let me help you pick that up." And then she kicks him in the face. Oh, I still get goosebumps. I asked her to sign my copy, but she refused. If you get her to sign it, I will give you a bonus. It's a deal. I know you're saving up cha-chings to surprise your daughter. She's the light at the end of the tunnel this month. Well, back to wildebeest then. They won't be resting at that spot forever. Got it, boss. Na gut. Hello? Ja. Anybody here? Die Lounge. So, das ist unser Computer. Wir werden eigentlich folgendermaßen die Remington weiter das Raubtipp. Eins. Kaufen uns auch gleich.
Hirschlocke? Probieren wir einfach du, oder? Da Max sagt, nimm Klappersack. Gut. Dann lasst uns jagen gehen. Ja, das ist die Karte. Wenn wir jagen gibt, wir werden heute jetzt nochmal natürlich zu Fuß marschieren. Seite habe ich. Ja, Afrika, ich bin hyped. Wer weiß, der mich kennt, Afrika, das ist meine Karte, meine Tiere. Aber nicht. Bin gespannt, wie das Feeling hier sein wird. Büffel lauern hier schon. Pirschen. Wir werden den Hochsitz benutzen. Ja, meine letzte Folge hat geruckelt. Ich habe das bekommen. Wir werden ja auch hier dann gleich anfangen, wirklich eine gute Population hochzuziehen. Also auch wirklich gute Trophäen hinzubekommen. Am Büffel gleich am Anfang. Geiler Einstieg. Büffeljagd macht Spaß, hoffe ich. Irgendwie ne, zeigt es mir da nichts an.
Erwachsen. Na gut, also wir sehen ja schon sehr viel. Viel Dichte. Der stehende Büffel. Wahnsinn. Erster Schuss. Alles durchbohrt, aber nicht. Zweiter Schuss. Auch nur Fleisch. Dritter Schuss. Auch nur Fleisch dann. Die sind beide jung, das heißt, so alle drei, die lassen wir. Das war auf den ich jetzt erst. Hat mich einfach komplett zwei andere attackiert. Ich glaube, den da hinten, den haben wir getroffen. Schwanz genug, 340 Meter. Ja, aber es war ein starker Beginn. Drei Büffel. Auch wenn ich nicht so viel erledigen wollte. Jetzt hat gar nicht geschaut, was wir getötet haben vor allem. Das gute Stück. Dann ein Bedürfnisgebiet, unser erstes. Nehmen wir natürlich gleich mit. Affenbüffel essen oft. Das ist dann der. Übersicht 44%. Gejagt wird. Ist okay. Schön große Herde.
Ein Erwachsener mal raus. Aber dieses Visier zum Beispiel gefällt mir überhaupt nicht. Wir werden dann die anderen zwei auch probieren. Nun holen und dann wird mal diese Folge beendet. Die erste. Folge. Ah, da oben. Nilgans. Der auch ein Bedürfnis steht für mich. Wäre nett. Sieht so aus. Überlebt? Was ist das? Okay. Aber das können. Ich. Bisschen enttäuscht von mir jetzt. Aber gut. Ich würde sagen, das war's dann nochmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, dann werden wir kurz zur Lodge-Spiel gehen. Und vielleicht die Story auch ein bisschen weitermachen. Bis dann, haut rein, mach's gut und ciao.